zur Anmeldung und Übernahme des Logbuchs aus einer fremden Ärztekammer in Deutschland zur Ärztekammer Westfalen-Lippe. Melden Sie sich zuerst am Portal der Ärztekammer Westfalen-Lippe an. Das E-Logbuch wird in Westfalen-Lippe komplett über das eigene Portal der Ärztekammer verwaltet. Nach der Anmeldung klicken Sie auf der Startseite, entweder auf die Kachel Weiterbildung in der Mitte oder oben auf Weiterbildung. Wählen dann die Perspektive des Weiterbildungsassistenten. Einmalig nach der ersten Anmeldung registrieren Sie sich unter Mein elektronisches Logbuch einmal als Weiterbildungsassistent. Wählen dort bitte einen Benutzernamen aus, den Sie vorher nicht in der anderen Kammer gehabt haben. Nach der Anmeldung oder Registrierung wird auch die Mitgliedschaft in Westfalen-Lippe in Ihrem E-Logbuch automatisch hinterlegt. Ist das erfolgt, klicken Sie auf Mein elektronisches Logbuch, auf Anmeldung als Weiterbildungsassistent. Es öffnet sich Ihr E-Logbuch in einem separaten Browserfenster. Sollte dies nicht offen gehen, prüfen Sie bitte den Pop-up-Blocker Ihres Browsers. In dem Beispiel möchten wir gerne das Logbuch für die Biochemie aus der Weiterbildungsordnung der Landesärztekammer Hessen umstellen auf Westfalen-Lippe. Wichtig, das kann die Ärztekammer nicht selber vornehmen, das ist die Aufgabe des oder der Assistentin. Das heißt, Sie öffnen das Logbuch über einen Klick auf Anzeigen, gehen dort im oberen Bereich einmal auf Weiterbildungsordnung ändern oder vergleichen, klicken hierauf auf den kleinen Pfeil, wählen im oberen Bereich die Ärztekammer Westfalen-Lippe aus und die Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Westfalen-Lippe vom 01.07.2020. Das wird auch die einzige sein, die Sie derzeit auf dem Echtsystem des E-Logbuchs vorfinden. Wählen Sie die Weiterbildungsordnung aus und klicken dort dann auf Logbuch umstellen. Das Logbuch wird entsprechend auf Westfalen-Lippe umgestellt und wechseln Sie dann zurück ins Portal der Ärztekammer. Im Portal der Ärztekammer klicken Sie nochmal zurück auf Weiterbildung, den Weiterbildungsassistenten und gehen dann in die Hauptanwendung, mit der Sie die E-Logbücher verwalten. Das nennt sich im Portal hier Meine Weiterbildungen. Dort finden Sie ein oder auch mehrere Logbücher und können hier zukünftig auch weitere neue Logbücher anlegen. Das Logbuch für die Biochemie, die wir im Logbuch des Bundes direkt umgestellt haben auf Westfalen-Lippe, wurde hier automatisch auch ergänzt. Also Sie müssen es nicht nochmal anlegen. Sie finden jetzt hier das Logbuch der Biochemie und Sie öffnen das mit einem Klick auf das Buchsymbol. Und im nächsten Schritt sehen wir nochmal die Aufgaben, die Sie jetzt einmal durchführen müssen. Das ist das Importieren der zeitlichen Abschnitte, die sich bereits in Ihrem E-Logbuch aus anderen Kammern befunden haben. Der Hinweis taucht dort direkt auf und Sie führen den Import einmal durch über Meine Weiterbildung verwalten. Und hier oben sieht man schon den Hinweis Zeitabschnitte verwalten. Die können Sie auch hier direkt öffnen oder im unteren Menü. Also ich klicke einmal auf den orangenen Button und sehe schon, er hat meinen Abschnitt hier angelegt im Status Importiert aus E-Logbuch. Mit einem Klick auf Import abschließen öffnet sich ein Assistent, den Sie bitte einmal aufmerksam durchgehen. Er hat die entsprechenden Angaben aus dem Logbuch übernommen. Ja, das passt. Gebiet passt auch. Die Arbeitszeit ist nochmal entscheidend. Das war in diesem Fall Vollzeit. Einmal den Befugten bitte auswählen. Das heißt, wir haben eine Befugnisdatenbank hier hinter. Wenn man diesen entsprechend nicht findet, was bei Befugten aus dem anderen Kammerbereich möglich ist, klicken Sie bitte auf Befugten direkt angeben und füllen die entsprechenden Angaben hier aus. Und klicken abschließend auf Meinen Befugten hinzufügen. Damit ist dieser hinzugefügt worden. Unterbrechung habe ich auch keine. Der wurde auch noch durch keine andere Ärztekammer geprüft. Nein, haben wir nicht. Verpflichtend ist jetzt hier einmal auch das entsprechende Weiterbildungszeugnis für diesen Abschnitt hochzuladen. Mit einem Klick auf Dokument hochladen können Sie jetzt eine PDF hinzufügen. Nehmen wir jetzt hier mal einfach ein Beispieldokument. Klicken auf Weiter, sehen nochmal eine Zusammenfassung, die wir dann mit einem Klick auf Import abschließen beenden. Ja, dann bin ich natürlich korrekt. Das passt. Und man sieht, es ist im Status noch nicht gespeichert. Wichtig, wenn Sie mehrere Abschnitte haben, importieren Sie die bitte direkt mit und klicken dann abschließend einmal auf Zeitabschnitte speichern. Er löst automatisch eine Prüfung aus,
für die Sachbearbeitung in der Ärztekammer Westfalen-Lippe, um ihre Abschlüsse zu prüfen. Und ihre Weiterbildung wäre jetzt erst dann einmal gesperrt, bis die Prüfung beendet ist. Mit Abschlüssen klicken Sie dann einfach auf Zeitabschnitt speichern, sehen noch einmal auch das, was ich gerade kurz gesagt habe und klicken auf Ja. Und damit ist Ihr Logbuch auf Westfalen-Lippe umgestellt. Wichtige und Grundvoraussetzung ist, dass die vorherige Ärztekammer in ihrem E-Logbuch Benutzerkonto auch die bundesweite Kontonummer schon hinterlegt hat, was allerdings in den meisten Fällen schon geschehen ist. Danke.